Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars und wir sind einen Schritt rein theoretisch zurückgegangen. Wir erkunden heute Karte und zwar das Ödland. Wer die Karte noch nicht kennen sollte, die bekommt man mit Path of Fire. Und ich habe es irgendwie leider so ein bisschen verschwitzt, weil die Geschichte so spannend war. Ja, wir müssen eine Karte noch erkunden, dann haben wir offiziell Path of Fire abgeschlossen. Denn wir sind letzte Folge in die lebendige Welt Staffel 4 reingekommen. Und ja, ich freue mich, dass du da auch aktiv mit dabei bist. Jetzt freue ich mich, dass du hier mit dabei bist. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, damit wir nicht viel Zeit verlieren. Ich werde es dir so kurz wie möglich machen. Wir haben, wie du vielleicht gerade gesehen hast, nur nicht so viel. Wir haben schon fast alle Wegmarken und wir haben 8 Sehenswürdigkeiten, sonst noch gar nichts. Plischat ist wieder aktiv mit am Start. Wir sehen, es geht hier los, hier hoch und dann nimmt es seinen Lauf. Deshalb würde ich sagen, gehen wir auf unseren Drachen. Und dann sind wir auch schon beim ersten Panorama und ich finde die Panoramenfahrten immer so, so schön. Wie geht es dir damit? Also ich habe die total gerne und ich schaue mir die auch immer sehr, sehr gern immer wieder an. So, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie lang wir insgesamt brauchen. Es kommt hauptsächlich bei mir immer auf die Herzchen an, wie schnell ich damit durchkomme. Das Gute ist, wenn natürlich bei den Events, bei den Herzchen Events sind, läuft das natürlich alles ein bisschen besser, als wenn keine Events sind. Aber gut, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir müssen uns erstmal hier hoch. Und dann links ums Eck, da haben wir eine Sehenswürdigkeit. Moment, wir müssen erst einmal hier hoch. Ich sehe nämlich gerade, ich habe die Sehenswürdigkeit schon. Sitz. Das geht 100 pro, ich wollte schon sagen. Also die Sehenswürdigkeit haben wir. Das Panorama habe ich aber nicht. Und die Sehenswürdigkeit habe ich auch schon. Okay, also wir können direkt eine kleine Abkürzung zum Panorama nehmen. Da ist das Panorama, genau hier. Verzeiht es mir, wenn ich heute nicht so aktiv bin. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet und bin noch nicht so ganz auf der Höhe. Okay, wir sind hier rein und müssen hier raus. Okay, aus der Luft ist das manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, aber kriegen wir alles hin. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Du hast ja so den Wetterumschwung von Herbst zu Winter einigermaßen gut überstanden. Ich habe mir leider voll... ja, ein bisschen die Erkältung geholt, auch gerade bei meinem Minijob auf der Arbeit. Ich war in einer anderen Filiale und es ist zwar schön, wenn eine Klimaanlage in dem Laden ist, gerade im Sommer ist das sehr, sehr angenehm, statt 30 Grad im Laden zu haben. Aber im Winter haben wir immer das Problem, gerade in den anderen Filialen, dass es dann saukalt ist. Und da habe ich mir, ja, habe ich es mir geholt. Mega schön. Aber okay, gut, ich beschwere mich nicht. Ich liege nicht komplett flach, es ist halt wirklich nur... Nase zu und so ein bisschen leichten Druck auf den Ohren. Aber gut, genug von Erkältung geschwafelt. Wir sind, ich glaube, wir waren hier schon mal und haben, ich glaube, Banner aktiviert. Das kommt mir zumindest irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Wir haben unser nächstes Panoramchen, was ich bei der Karte halt so cool finde, ist dieser ganze... Sand, sage ich jetzt mal, dieser gelbe, der da so rumschwirrt. Und den kann man halt auch sehr gut mit dem Rochen passieren. Ich bin sehr gespannt, ob ich euch, ob ich dir das zeigen kann mit dem Schakal. Den bekommt man nämlich hier auf dieser Karte, wenn man das Herzchen hinten an diesem Turm macht, wo die Djinns auch sind. Zeige ich dir aber alles und dann musst du dir den kaufen und du müsstest ihn direkt beim ersten Mal kaufen, weil wenn du einen Tag später hingehst oder das nächste Mal direkt, meine ich, wird der automatisch teurer, heißt du musst ja von den Ressourcen mehr einplanen.
Und das ist natürlich gerade am Anfang ein bisschen blöd. Deshalb würde ich dir empfehlen, auf der Wiki vielleicht vorher zu schauen, was man benötigt. Und dann kannst du direkt loslegen und dir den Schakali kaufen. Ich muss ganz kurz gucken, wo wir jetzt lang müssten. Wir müssen hier hoch. Und einfach der Nase lang. Okay, ich sehe, wir haben hier irgendwo einen Heldenpunkt rechts von uns, aber den machen wir scheinbar noch nicht. Ah, wir holen uns erst die Sehenswürdigkeit. Okay. Aufgeladen. So, Sehenswürdigkeit. Und jetzt geht's hier runter zum Heldenpunkt. Da ist der Heldenpunkt. Okay. Aufgeladen. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Die Luft ist gebt mein mir eine Ding. Herausforderung. Ah, das läuft doch schon mal so weit ganz gut. Okay. Ich fühle mich lebendig. Okay, haben wir. Nice. Super. Also man bekommt, wie gesagt, hier viele Handelsverträge, die man dann individuell einsetzen kann. Du brauchst Handelsverträge auch für den Schakal. Bin ich mir zu 100% sicher. Ich meine, das war damals mit Handelsverträgen auf jeden Fall. So, an den nächsten Kobolden vorbei. Zur nächsten Sehenswürdigkeit. Also ich finde die Karte wirklich super, super schön. Was ich total cool finde, ist, dass sie für die neue Erweiterung Yantier Wilds jetzt die Heart of Thorns Karten mit reingenommen haben. Und wenn du die Events machst, heißt Güldener Talkessel, also Taria, Chakpotant, Widerstand des Drachens, bekommst du coole Items, die aktuell, zumindest als ich es letzte Woche gemacht habe, super viel Gold noch. Du brauchst das für die Heimstätte. Ich meine, du brauchst das auch für den legendären neuen Speer. Heißt, das ist nochmal lukrativer geworden, das ganze Event, beziehungsweise die ganzen Events. Und ja, jetzt müssen wir hier einmal den kaputt machen, dass ich mein Schakali nutzen kann. Und zack, schnell hier hoch. Und ich glaube, wir haben hier ein erstes Herz. Oder? Aufgeladen. Ja, das schaut gut aus. Dürfen wir die Geister ein bisschen ärgern? Ja, das zählt alles dazu. Dann machen wir doch die ganzen Geister, bevor wir jetzt hier links laufen. Da ist auch ein Event. So, was haben wir hier? Also hier wäre auch irgendwas für dieses Herz, wo wir am Anfang einmal waren, wo wir nichts klicken konnten aktuell. Okay, wir haben hier soweit, aber alle Steinchen hier drüben haben wir noch einen, so ein Abwehrlicht. Aufgeladen. Verlorener Geist. Wir haben auf jeden Fall die letzte Wegmarke bekommen. Ich werde jetzt hier erstmal diese ganzen Abwehrdinge einschalten. Da hinten haben wir noch drei Stück. Zack. Zack. Da unten. Zack. Okay, Herzchen ist fertig. Wie gesagt, wir bekommen immer Münzen und natürlich Karma. Das variiert. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt einmal gucken, wo wir lang müssen. Ich habe hier die Wegmarke. Ah, wir müssten zum Panoramchen. Da wäre auch noch so eine Statue, die man hätte ansprechen können. So, nächstes Panoramchen. Es sieht schon mega cool aus. Weiter geht die Runde. Wir müssen hier runter zum Heldenpunkt. Ich weiß, dass der manchmal sehr knifflig sein kann.
Deshalb machen wir jetzt erstmal hier diese Viechchen kaputt. Macht gibt mir recht. Bevor wir hier die Gute rufen, schauen wir mal. Jetzt schubst sie erstmal. Oh, die ging ja doch besser, als ich dachte. Okay, da haben wir eine Brücke mit einer Sehenswürdigkeit. Okay, das war knapp. Das war knapp. Haben wir die Sehenswürdigkeit? Nein, die hat er sich jetzt nicht geholt. Da war schon zu weit weg. Okay, jetzt haben wir sie aber. Okay. Nächste Sehenswürdigkeit in Sicht. Erkundest du eigentlich deine Karten mittlerweile auch mit Plischert? Ich finde, das ist wirklich ein Weltunterschied. Es dauert viel kürzer. Also es dauert halb so lang, meiner Meinung nach, als wenn man selbst durch die Gegend rennt und überlegt, okay, war ich jetzt da, dann muss ich ja dahin und dann das wieder. Ah, da unten ist die Sehenswürdigkeit. Okay. Man hat halt direkt den direkten Weg, der am kürzesten ist. Du findest alles, das ist halt auch das Schöne, weil ich habe manchmal die Probleme, gerade bei Sehenswürdigkeiten, dass die vielleicht irgendwo mal in so Höhlen sind, gerade zum Beispiel auf der verschlungenen Tiefen, die verschlungenen Tiefen, Heart of Thorns, die Karte, da ist ja auch immer mal wieder ein riesen Chaos, sage ich jetzt mal, wenn man da dann die Karte erkunden will und einfach nicht weiß, wohin, wie, weil das so verschlungen ist, also der Name macht der Karte alle Ehre. So, dann holen wir mal hier unseren Kollege, unsere Kollegin wieder hoch. Und hier ist... Ah, die Sehenswürdigkeit haben wir. Okay, weiter geht's. Bisher kommen wir sehr, sehr gut durch. Ich weiß zwar noch nicht, wie lang die Aufnahme jetzt geht, aber unser Food läuft seit knapp 11 Minuten erst. Die Sehenswürdigkeit haben wir auch. Ja, super. Genau. Schnell unsichtbar. Schnell, 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 schnell. Die Dinger hier müsst ihr aufpassen, die holen euch runter. Das ist wunderschön, muss man wirklich so sagen. So. Nächste Sehenswürdigkeit voraus. Und unser nächstes Herz. Wenn wir Glück haben, dürfen wir hier... Ja, das zählt zum Herz. Okay, und das gibt einen riesen Fortschritt. Das ist mega. Und übrigens, diese Wände, die ihr hier gerade gesehen habt, die du da gerade siehst, die haben wir jetzt auch für die neue Heimstätte. Mit denen können wir bauen. Das ist total cool. Finde ich mega. Und es ist ja Wahnsinn, was in YouTube gerade abgeht mit den ganzen Heimstätten. Was gebaut wird, wie gebaut wird. Das sieht so cool aus. Ich habe ja die Materialien eher gehortet, weil ich erstmal gucken will, okay, was es überhaupt alles gibt. Und dann möchte ich erst gern richtig loslegen zu bauen. Weil bisher können wir Gebautes noch nicht in einer Miniaturvorschau richtig angucken. Und ja, wir können es auch noch nicht verwerten wieder, dass wir Ressourcen zurückbekommen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel zwei oder drei Sachen schon hergestellt, die ich gar nicht wollte. Wo ich dachte, okay, da habe ich mir jetzt was anderes drunter vorgestellt. Habt ihr eure Heimstätte schon benutzt? Baut ihr da schon fleißig? Also ich finde es mega cool. Ich hoffe, dass das jetzt so ein Ding ist, was bei jeder neuen Erweiterung jetzt mit reinkommt. Dass wir dann immer mehr neue Heimstätten bekommen. Das wäre mega cool. Da würde ich mich super drüber freuen. Okay, ich muss nebenbei so ein bisschen in Beobachtung haben. Ich glaube, wir müssen dann da hoch, weil unser Herzchen hat mich jetzt ein bisschen abgelenkt mit nebenbei quatschen. Wir machen mal hier die Wände in Ruhe kaputt. Ihr
Na doch, bisher klappt das ganz gut. Das machen wir noch kaputt. Aufgeladen. Was ist das hier? Ah, guck mal. Ja, guckt mal, guckt mal, guckt mal, guckt. Hat das funktioniert? Echt? Danke. Ja, cool. Ja, gerne. Ihr habt mir das Leben gerettet. Immer gerne, nichts zu danken. Wie man sieht, man hat wieder mehrere verschiedene Möglichkeiten, hier gegen Gegner platt zu machen. Irgendwelche Abhörgeräte zu aktivieren, deaktivieren. So, wir machen das noch. Dann machen wir euch halt als erstes. Und jetzt kann ich mein Überwachungsgerät machen. Ja, perfekt. Unser Herzchen ist fertig. Super. So, wir müssen... So, okay. Genau, das ist auch hier so das Herzchengebiet. Wir gucken hier gerade mal bei dem guten Kollegen rein, was der so hat. Ah, guckt mal, hier können wir... uns eine winzige Menge Karma kaufen. Handelsverträge, also Kisten, Rezepte, auch Schmuck und sowas. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so lukrativ ist. Ich weiß nicht, wie viel diese Teile hier gerade kosten. Die hier. Und Lorbeeren, ich weiß nicht, da gibt es andere Möglichkeiten. Aber wir können schon mal ein bisschen Schrott verkaufen. Genau, was wir am Ende dieser Folge machen, weil wir haben ja dann alle Pass of Fire Karten abgeschlossen. Wir schauen einmal, wo man die Gaben von Pass of Fire, wenn man die Karten fertig erkundet, kriegt man ja normalerweise Gaben der Erkundung, wo man die bekommt. Es gibt einen Händler bei Pass of Fire, das ist diesmal ein bisschen anders gemacht worden, als hier bei den anderen Karten. Bei Heart of Thorns zum Beispiel hast du ja bei jeder Karte, wenn du die abgeschlossen hast, direkt eine bekommen. Bei der Grundkarte ja auch. Und bei den anderen Karten ist es, soweit ich weiß, auch, außer bei den lebendigen Welten, meine ich. Da kriegt man keine Gabe der Erkundung. Auf jeden Fall gucken wir, wo dieser Händler steht und wir gucken, wie wir an diese Gaben kommen, denn wir brauchen die für legendäre Generation 2 Waffen. Genau, das muss ich mir merken, dass wir das einmal in Erkundung bringen, weil das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Man kann die legendären Generation 2 Waffen über Path of Fire als auf Heart of Thorns beziehen mit den Gaben. Aber da wir hier jetzt halt schon die Karten fertig erkundet haben, würde ich diese Gaben auf jeden Fall mitnehmen. Oh, hier sieht es aber schön aus. Oh, das ist schön. Das sieht echt cool aus. Das sieht cool aus. Da haben wir noch eine Wegmarke. Ich glaube, die habe ich aber schon. Sollen wir auch Kopfgelde mal machen? Wir haben ein paar Events, die wir mitmachen, die ich dann auch so Stück für Stück dann angehe. Sollen wir aber auch Kopfgelder mit reinnehmen? Ich weiß nicht. Also kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du Lust hättest auf Bounties. Aber eigentlich ist das wirklich total easy mit den Bounties. Entweder es gibt viele Runs auf den Karten, wo ein Kommandeur ist, der mit dir die ganzen Bounties abfarmt. Aber du siehst auch hier, wir haben hier oben im Tech. Vieles ist auch weekly, heißt, du hast eigentlich immer was auf den Karten los. Und wenn nicht, machst du dir hier über dieses Icon ein Mentor-Tag, schreibst hier auf Karte Bounty und Mentor. Und dann kommt innerhalb von ein paar Minuten, das dauert meistens wirklich nicht lange, jemand, der mit dir das Bounty dann macht. Deshalb, ja. Kannst du mir ja gerne mal schreiben, ob du da Lust drauf hättest. Dann würde ich es mit reinnehmen. Wenn nicht, dann machen wir es nicht. Oder wir gucken, dass wir dann, was ich was so spezielle Bounties machen. Aber da müsste ich mich dann auch erstmal reinfuchsen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Panorama an. So, weiter geht's. Genau, was man auch machen kann, hier über die Gilde zum Beispiel, sich so einen Erfahrungsverstärkertrank, den kann man in der Gilde kaufen, wenn man eine hat, kann ich dir auch mal in dem nächsten Video dann zeigen, der dir 10% mehr gibt. Bei Kartenerkundung, wenn du alles soweit gelevelt hast, gibt dir ja auch wieder Geisterscherben die XP, wenn du die ganze Reihe hier voll hast. Das sind immer so 254.000. Und wenn du dir so
du musst jetzt nicht die großen Verstärker reinmachen, aber es gibt so viele Food-Sachen, wo du auf besiegte Gegner was bekommst. Jetzt zum Beispiel über die Gilde, du kannst dir das Amulett ausstücken. Ich glaube, das hat die Soraya auch von mir ausgestattet bekommen. Ah ne, sie hat hier magisches Gespür. Es gibt aber auch eins für WVW. Karma, XP und magisches Gespür. Genau, die vier gibt's. Kannst du die reinmachen, dann kannst du dir ein bisschen mehr XP farmen. Ist natürlich alles optional. Ich habe jetzt bei ihr magisches Gespür drin. So, Herzchen hatten wir. Wir fliegen gerade so ein bisschen wieder zurück in die Richtung. Aber wir haben rechts eine Sehenswürdigkeit. Hallo, ich will darüber, bitte. Und zwar müssen wir hier eine Zwischenlandung einmal machen. Tschüss. Und tschüss. Nee, nichts für Balthasar. Balthasar ist tot. Balthasar ist tot. So. Zack, das. Noch eine Sehenswürdigkeit. Genau, wir haben ja auch Beherrschungspunkte. Wer Beherrschungspunkte braucht, die sind auch gut mit dem Hasen zu erreichen und mit dem Raptor. Ich glaube, hier auf der Karte war kein Rätsel. Wir haben eine Karte, da muss man 1, 2 Rätsel machen. Und wir kommen Richtung Schakalgebiet, meine ich, oder? Ja, fast genau. Hier unten ist das Schakalgebiet. Aber ich glaube, wir machen erst einen Schlenker hier nach oben. Und schaut euch das an. Das sieht doch wunderschön aus, oder? Also ich finde die Karten so schön. Sie haben auf jeden Fall grafisch wieder so viel gemacht. Das sah, sage ich mal, vor so einem knappen Jahr nicht so aus. Bin ich der felsenfesten Überzeugung. So, wir müssen jetzt rechts lang zum Schakalportal. So. Ui. Okay, da darf man nicht so weit springen. Ah, okay, da müssen wir lang. Hier. Oh mein Gott, okay. Okay. Mist, 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 Mist. Toll. Aufgeladen. Voll vermasselt, okay. Es ist aber auch ein bisschen blöd, hier hinzukommen. Aber gut, wir haben es geschafft. Hier haben wir auch ein Bounty drin, glaube ich. Und ich glaube auch ein Event irgendwie. So. Jetzt müssen wir weiter runter. Da ist nämlich ein Heldenpunkt. Ich hoffe, dass jetzt nichts zu uns kommt, werden wir jetzt hier den Zwiespalt halten. Manchmal hat man Glück. Wie ich. Und manchmal halt leider nicht. Da muss man sich dann vielleicht erst ein bisschen die Plattform freikämpfen. So, wir müssen aber jetzt hier entlang wieder nach draußen. Da haben wir nämlich noch 2 Sehenswürdigkeiten, die wir uns jetzt einmal holen. Zack. Und hier rüber. Und hier hinter. Okay. Da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen. Ich bin beim Karte erkunden immer der Typ und vermeide die Kämpfe, weil ich in Ruhe... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 269 Leben. Okay, das war knapp. Das war wirklich knapp. Das hätte auch schief gehen können. Aber das Spiel ist heute auf meiner Seite. So. Ich glaube, wir haben gleich ein Schakalportal vor der Nase. Och, Mann. Ihr seid echt böse. Ihr wollt euch echt heute mit mir bekämpfen, ne? Ich habe euch doch gar nichts getan. So. Wie... Ah, guck mal. Jetzt sind wir hier wieder rausgekommen, wo wir vorhin rechts lang gegangen sind. Ich glaube, wir haben auch das nächste Portal schon vor uns. Ja. Ah, schaut. Jetzt sind wir hier im wunderschönen Schakalort. Da ist der Schakal. Meine ich, ich glaube, das ist irgendwo, wo der Herzchenhändler ist. Ah, nee, das ist nicht der Herzchenhändler, genau. Herzchen liefert Runenstein und entfesselte Energie ab. Überrennt ihr Lichter, setzt die Fertigkeit Anspringen des Schakals. Das ist diese. Bei gespeinigten Staubteufeln ein und schaltet Überreste aus. Gepeinigter Dings. Aufgeladen. Ah, guckt mal. Okay.
Oh, ich habe dieses Herzchen auch, glaube ich, nur ein einziges Mal gemacht für den Schakal damals. Ich glaube, die Soraya ist die erste, die Path of Fire-Karten erkundet. Hallo Schakali. Genau, man kann sich hier den Schakal nehmen. Und ich meine, diese entfesselte Magie, das ist das hier. Genau, entfesselte Peinenergie. Ich weiß nicht, ob ich da so rüberkomme. Ich würde sagen, dass wir vielleicht eher mal hier anfangen. Dass wir das Herz machen und dann den Rest uns holen. Und wenn ihr jetzt hier so macht, zack, habt ihr die Energie und wieder. Okay, und jetzt. Oh mein Gott. Okay. Wir rennen jetzt erstmal hier entlang und holen uns die ganze Energie. Und. Aufgeladen. Nee, das hat immer noch nicht funktioniert. Hä? Machst du was falsch? Aufgeladen. Hm. Irgendwie will das nicht. Aber nicht schlimm. Nee, das will auch nicht. Okay. Wenn es nicht will, dann hat es schon, wie es so schön heißt. Wir flitzen jetzt genau einmal im Kreis wieder zurück. Genau, hier zurück. Genau, da ist der Herzchenhändler und da könnt ihr euch den Schakal kaufen. Gehen wir auch dann noch alles durch. Erstmal machen wir aber jetzt das Herzchen hier. Guckt mal. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Heute. Ich merke schon irgendwie. Oh nein. Bitte nicht sterben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich muss irgendwo hoch. Na toll. Dann gehen wir jetzt hier entlang und holen uns hier diese entfesselte Magie. So. Wuseln wir mal weiter. Wir haben überall die Djinns. Alles zu sehen, was von ihren magonitischen Vorfahren übrig ist. Ja. Der Rest entstand durch unsere Magie. Sowohl was die Form als auch was die Funktion betrifft. Da sie aus Sand hier haben wir noch eine entfesselte Magie. Gestalt, die der Wüste entspricht. Wie gesagt, man muss halt echt so ein bisschen aufpassen, weil man sieht hier, da ist, geht die Treppe auch kaputt. Ich weiß jetzt gar nicht, kommen wir hier wieder hoch? Wir testen mal was. So, okay, das hat funktioniert. Diese komischen Dinger wollen nichts von mir. Okay, finde ich schade, aber okay. Wir haben da noch eine entfesselte Magie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mir ist gerade mein Herz in die Hose gerutscht. Huiuiuiuiui. Aber das ist so schön da oben. So cool. So, lasst mal ganz kurz die Karte inspizieren. Wir haben die Sehenswürdigkeit. Wir haben das Panoramchen. Nächster Gang wäre hierhin, wenn unser Herzchen fertig ist. Zurück, 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 zurück. Ich weiß halt nicht, wie viele man braucht, um die abzugeben. Wir testen es jetzt einfach mal. Wir haben ja jetzt schon einige gesammelt. Wie ich sehe, habt ihr eine Verbindung zu eurem Schakal aufbauen können. Ja, haben wir. Behandelt ihn gut und denkt immer mit Stolz daran, dass ihr Abadons Dunkelheit in eine Kraft für das Gute verwandelt habt. Ja. Ich habe heute kein Glück. Dann holen wir uns doch ein paar Kügelchen und geben die wieder ab. So, wir haben hier Kügelchen. Zack. Zack. Und hier drüben. Und. Ich sag mal. Jetzt reicht's echt. Geben wir es mal ab. Ja, unser Herzchen ist fertig. Okay. Also das Herzchen sollte auf jeden Fall gemacht werden, sonst kann man ja den Herzchenhändler nicht ansprechen. Und. Ich schaue mir das jetzt mal an. Genau, Mini... Ah nee, das ist das Mini-Schakal-Reittier. Aber ich glaube... Ah, schaut mal. Kombiniert in der mystischen Schmiede ein Geist des Raptors, Geist des Springers, des Schakals, des Schweberochens, um eine Gabe des Reiters herzustellen. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich habe wieder was selbst gelernt.
Die kann man für Elaik-Mosaik kaufen. Die Dinger sind nicht sehr leicht zu farmen. Die geben die, wenn man die Piñata in Amun macht, die gibt eins. Man kann die mit bestimmten Ressourcen tauschen, aber die sind nicht sehr preiswert, weil man braucht, glaube ich, diesen geschmolzenen Edelstein. Und seit der neuen Erweiterung, jetzt die, wo vor kurzem reingepatcht wurde mit dem Raid, sind die enorm teuer geworden. Die sind über einem Gold wert. Deshalb aufpassen. Aber ich meine, also ich glaube nicht, dass es 100 Handelsdinger waren. Ich glaube, es waren 1000. Aber ich werde dir hier ein schnelles Bild von der Wiki einblenden. Da siehst du es auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, wir haben halt hier immer wieder dieselben Standardteile. Ich bin sehr gespannt, wo wir den Typi finden. 75 Karma. Unsere Gaben dann zu kaufen. So, Herzchen haben wir. Sehenswürdigkeit haben wir. Schau, einen Heldenpunkt haben wir nicht. Heißt, wir flitzen jetzt hier rüber. Aufgeladen. Hua! Okay. Und schnell wieder weiter. Da müssen wir jetzt hier entlang. Aufgeladen. Tschum. Der Himmel, der sieht so schön aus. Schaut mal, da ist der gute Riese. Da ist noch ein Riese. So, wir haben ein Panorama vor uns. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht, der Dude. Geh bitte weg. Oh oh. Schnell. Soraya. Oh mein Gott. Jetzt ganz schnell. Ja, okay, wir haben es. Huh. Das haben wir auch. Die Reise geht jetzt hier hinter, wo wir das Panorama schon hatten. Ah, und ich habe hier was fertiggestellt. Ah, cool. Genau, hier waren wir in der Geschichte schon drin. Ne? Das etwas lustig, muss ich sagen, ist, dass ich einfach 391 Heldenpunkte fertig habe. Heißt, sobald wir die End of Dragons Karte besuchen, können wir dann auch die Katalysiererin leveln und das halt direkt auf einmal, ohne groß was gemacht zu haben, weil wir halt die ganzen Beherrschungspunkte haben und ich die Weberin und die Sturmbotin halt als erstes gemacht habe. Auch leider vertauscht, aber ich wollte die Weberin als erstes spielen, weil ich mit der mehr Erfahrung hatte als mit dem Sturmboten. Aber ja, im Nachhinein ist jetzt Sturmbote eher meins. Und da haben wir den Punkt, genau. Jetzt dürfen wir wieder hoch. Und wo geht's jetzt lang? Rechts ums Eck. Okay, okay. Dann fliegen wir mal dahin. Hier haben wir allerdings jetzt erstmal eine Sehenswürdigkeit. Uah, da ist so ein komischer Wurm. Super viel Spaß. Wir haben einen direkten Weg. Wir müssen nicht groß suchen. Ich kann es wirklich wieder nur immer wieder erzählen, wenn ich die Karten erkunde. Ich würde es, beziehungsweise ich mache es nur noch mit Plischert. Auch die Grundkarte habe ich zum Schluss mit Plischert erkundet, damit ich die zwei Gaben habe für meine letzten zwei Waffen. Ja, wir haben auch die neue Truhe reinbekommen. Und da ist der Kutsu, ich weiß nicht, wie der Langbogen heißt, aus Generation 1. Das ist die letzte Waffe, die ich aus Generation 1 gerne herstellen möchte. Und ich habe mir überlegt, ob wir das nicht zusammen machen, dass man auch, wenn man neu dabei ist, auch mal sieht, okay, wie funktioniert das denn überhaupt mit den legendären Waffen aus dem Gewölbe des Zauberers. Und da kriegt man ja die Gaben, die man braucht, den Prekursor. Heißt, man spart sich da auch ein bisschen Gold. Man braucht halt die Kartenerkundung, die Glücksgläs, die 77, damit da wirklich alles ohne Probleme dann stattfinden kann. Und ich dachte mir, das wird unsere nächste Leggy, die wir dann zusammenbauen. Wir haben ja schon das Schild gemacht. Ich habe auch schon den Generation 1 Speer. Den mit dem Zweier lasse ich mir jetzt noch so ein bisschen Zeit. Den mache ich so Schritt für Schritt dann einfach. Hier haben wir eine Wegmarke. Die haben wir, glaube ich, aber schon. Also entweder habe ich eine Gabe nur noch auf der Bank liegen oder ich habe zwei Gaben auf der Bank liegen. Ich bin unentschlossen. Ich weiß es gerade gar nicht, muss ich gestehen. Aber ja,
Das ist auch so ein kleines Projekt, was dann noch ansteht. Ich habe auch noch ein anderes kleines Projekt, was mit dem Handelsposten, mit dem Schwarzlöwen-Handelsposten zu tun hat. Da gibt es einen neuen kleinen Filter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte vielleicht eher mal auf den Rochen gehen sollen. Und dann würde ich nämlich nicht sterben. Der bestimmt der ein oder die andere noch nicht kennt und man sich dadurch echt was Cooles mit in dem Sinn freischalten kann, was man über den Handelsposten beziehen kann, über die Diamanten oder auch jetzt über das aktuelle Event, das ist Bonus-Event, Schnellstart für neue Helden. Das ist das doch, ne? Ah ne, das endet in 11 Stunden. Das andere, dieses Geburtstags-Event, über, wo man im Schwarzlöwen-Bereich steht. Ah, jetzt schaut, jetzt sind wir da, wo wir mit der Wegmarke rauskamen. Wir machen uns einmal die Verstärkung rein. Dann haben wir nämlich auch wieder mehr Leben. Da kriegt man dann nämlich eine Garderobenfreischaltung. Und da sollte, ich hoffe, ihr habt, du hast alle möglichen Sachen gekauft, denn auch allein die Schlüssel mit 150 Mats, das ist super, super günstig. Als wie wenn du sie dir über den Helden, über den Handelsposten kaufst. Hier müssen wir erst einmal freiräumen. Mich bringt nichts zu Fall. Aufgeladen. Hey, bleib doch hier. Hier noch mal ein bisschen CC drauf. Aufgeladen. Blitz auf. Die Wut ist mein. Schnell. Ah, los, los. Steh auf. Steh auf. Okay, wir müssen hier weiter. Unser Kollege, unsere Kollegin hat es auch auf jeden Fall geschafft. Lass doch den Baum los. Immer wollen sie sich überall festhalten. Wer hat mich jetzt entdeckt? Ihr habt mich entdeckt, ne? Ja, habt ihr den Satz gesehen, den die gemacht hat? Ja, Wahnsinn. Erst Verteidigung, dann Angriff. So, da habe ich jetzt auf meinen Schakal. So, wir müssen hier weiter und haben noch ein Sandportal. Das ist ja cool. Von Sandportal zu Sandportal. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist cool. Hier haben wir auch Erdelementare fürs Weekly, falls jemand benötigt. So, tschüss, ihr Lieben. Ich will absolut gar nichts von euch. Lasst mich bitte einfach in Ruhe. Okay. Jetzt müssen wir hier entlang. Haben wir denn jetzt überhaupt alles? Schaut mal, wo wir jetzt lang sind. Wir sind von hier nach da durch die Portale hier hoch und sind jetzt hier und kommen jetzt hier raus. Das ist schon cool. Es ist ein schnelles Reisen über die Karte. Nein. Aufgeladen. Es ist wieder geil. Okay, wir bleiben jetzt einfach mal auf dem Schakal, falls wir das nächste Portal haben. Und diese Gegend finde ich so, so, so schön mit diesen Bäumen da. Das ist so schön mit dem Licht. Das ist atemberaubend, finde ich. Ah, den haben wir, glaube ich, schon, den Punkt, oder? Genau. Ist ein super schöner Ort, wo man schöne Screenshots machen kann. Und die entdeckt man halt, finde ich, so ein bisschen, wenn man wirklich aktiv die Karte erkundet, weil sonst kommst du halt einfach nicht an den Orten vorbei. Es gibt auf der Bitterfrostgrenzland auch so einen wunderschönen Ort. Der ist ziemlich weit oben, hinten am Ende der Karte. Ah, stopp, stopp, stopp. Bevor wir jetzt hier runterstürzen, gehen wir auf den Schweberochen. Wir müssen ja nichts provozieren. Da ist ein Punkt, genau. Zack. Einmal unsichtbar an den Schleimis vorbei. Der ist jetzt hier. Verteidigung dann an. Meine Beruhigung.
Na, bisher haben wir ungefähr gleich viel Leben. Aber ich glaube, deins ist als erstes weg. Tja. So, das haben wir auch geschafft. Dann kommen wir, ich glaube, zum letzten Panorämchen sogar schon. Ohne mit euch die ganze Zeit zu kämpfen. Aufgeladen. So, wo müssen wir lang? Wir müssen hier lang. Unser Food ist zwar schon ausgelaufen, aber das ist nicht schlimm. Da haben wir das hier. Müssen wir das Portal nutzen? Nein, okay. Hey. Da ist... Nee, das ist ein Veteran, der gespawnt ist. Ich glaube nicht, dass das... Die legendäre ist. Nee, das ist nicht das Bounty. Nein, 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 nein. Okay. Wir haben hier aber ein Herz. Ne? Das Herz fängt jetzt gleich an. Ja, hier fängt das Herz an. Okay. Wir gehen jetzt mal hier rein in die gute Stube. Da ist noch Bienenschärfungskiste. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es gleich testen. Ja, kommt mal alle zu mir. Eieieiei, jetzt ist es aber gut beim Leben hier. So, was haben wir hier hinten? Ah, guckt mal. Ah, guckt mal, guckt mal, guckt mal, guckt mal, guckt mal. Stopp, hier ist noch ein Plakat. Wieso kann ich das nicht niederreißen? Was steht hier? Sprengmittelextraktion. Entschärfen. Das ist ein cooles Herz. Das gefällt mir. Okay. Das ist cool. Das ist ein Herzchen für mich. Dürfen wir das? Nee, das dürfen wir nicht abreißen. Okay, das will's nicht irgendwie. Ausgezeichnet. Wir haben genug Geheimdienstberichte, um mit unserer strategischen Planung fortzufahren. Okay. Blau, rot. Gut gemacht, Kommandeur. Der Orden der Schatten steht in eurer Okay. Das hat was Falsches. Blau, rot, gelb. Blau, rot, gelb. Das haben wir auch. Okay. Dahinter haben wir noch eine Mine und da. Ich würde sagen, wir machen die Mine. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir Minen machen müssen, Plakate reißen müssen, Erweckte töten müssen, so wie bei der einen Karte, wo wir dann einen Erfolgspunkt bekommen haben. Aber da lege ich jetzt nicht so viel gerade drauf Wert. Ich gucke jetzt, dass wir das fertig machen. Rot, blau, gelb, rot, blau, gelb. Baboom, okay. Da haben wir wieder eine Mine. Einmal die 1. Entschärfen. Gelb, rot, blau. Gelb, rot, blau. Baboom. So. Ja, wir haben unser Herzchen fertig. Okay, jetzt müssen wir uns hier aber leider erst kurz freikämpfen. Oder können wir einfach raus? Können wir einfach raus? Ah, ja, nice, okay. Wo müssten wir lang? In die Richtung geht's. Okay. Ich weiß nicht. Nee, ein Kit will ich nicht. Ich würde gerne mit dem Azura quatschen. Der hat nichts für mich. Schade. Cool wär's. Beschützt die Felder, flickt erweckte Diener zusammen, nehmt im Dorf Raptoren vor, Reparaturen vor, vernichtet Wespennester, setzt einheimische Spürhunde ein. Okay, wir haben hier schon ein Wespennetz. Aufgeladen. Ein Wespenschaden. Okay. Da ist noch was. Reparieren. Hey! Kommen die denn auf einmal her? So, reparieren bitte. Oha, eine Spinne. Ein Spinni! Ein hässlich Spinni! Ein hässlich Spinni. So, nochmal den Wespenschaden.
Okay. Gehen wir mal hier weiter. Hier ist noch ein Wespenschaden. Grasbrand. Schaut mal. Buff, da treten wir drauf. Okay. Hier ist noch ein Wespenschaden. Oh, schaut mal, da ist ein Baum mit blauen Blüten. Der ist aber schön. Die Wut ist mein. Ah, das guck mal, der Teerelementar hat diesen Grasbrand gemacht. Wir machen jetzt einmal den Schlenker durchs Dorf raus. In diesen coolen Teilen leben die Hühner auch. Das finde ich, sieht so süß aus. Oh, guck mal, da sind die Kinder. Und flitzen um. So. Teergetränk ist Verbandszeug. Ich glaube, wir werden unser Herzchen gleich damit fertig machen. Wir können auch hier uns Verbandszeug nehmen und unsere Bewohner hier aus der Stadt versorgen. Aber wir flitzen jetzt einmal hier hinter zum Sandportal. Und da sind wir auch schon. Wow! Das ist cool. Den Weg muss ich mir merken. Den muss ich mir wirklich merken. Okay, jetzt brauchen wir aber wieder unsere Himmelsschuppe. Na komm, geh da hoch. Los, los, hoch, hoch. So. Wir haben eine Sehenswürdigkeit. Und eine nächste Geisterscherbe bekommen. Nächstes Mal töten wir. Okay, für mich gibt es kein nächstes Mal. Ich werde euch wahrscheinlich nie wiedersehen. Außer ich erkunde nochmal die Pass of Fire Karten. Aufgeladen. Also ich finde die Karten wirklich wunderschön. Sie sind echt so schön gemacht. Schade, dass da nicht so große Meta-Events sind wie Tahrir, Güldener Teilkessel in dem Sinne, oder auch Chakpotant, oder die Nachtbosse wie auf der grasgrünen Schwelle, Widerstand des Drachens, dass da halt sowas nicht ist. Das fände ich halt echt cool, weil man ist halt echt leider sehr seltenst nur noch dann auf den Karten. Wir haben ein Weberlager bekommen und eine Transmutationsladung. So. Das haben wir geschafft. Wir haben hier wieder so eine Schriftrolle. Wir haben einen Skin bekommen. Den verkaufen wir. Den darf sich jemand ein bisschen reduziert ersteigern. So, wenn man nämlich jetzt hier zum Beispiel auf den legendären Fokus geht, Fesseln von Ipos, sieht man hier Fesseln von Ipos. Es sind die ersten drei Items sind dieselben, nur die Gabe der Beherrschung unterscheidet sich in Magumas und Wüstenbeherrschung. Wenn wir jetzt auf die Wüstenbeherrschung gehen. Ah, schaut hier. Hier ist die Gabe des Reiters und die Gabe der Wüste. Oase, Hochland, Flusslande, Ödlande. Schauen wir mal. Und zwar heißt der Händler Priesterin Karima. Und man sieht hier auf dem Bild, Moment, hier. Das ist doch in Amnun, ne? Wir werden da einmal hingehen und wir brauchen Karma. Ah, wir haben pro Karte. Für die Oase müssen wir zu ihr. Hier haben wir zwei Händler im Hochland. Die ist, wo der Hase ist, hinten. Dann würde ich zu ihr gehen. Flusslande haben wir nur eine Person. Das ist, ich glaube, der ist am Anfang gewesen, der Dude. Genau, der steht hier vorne. Das ist der Herzchenhändler. Und dann haben wir noch jemanden. Das ist die Dame, die steht hier. So, wir sind jetzt hier in dem Herzchengebiet und ich hoffe, dass, auch wenn wir die Karte jetzt fertig haben, das Herzchen aber noch nicht, dass wir die Gabe bekommen. Och nein. Okay, dann müssen wir es anders machen. Okay, unsere Gabe aus dem Ödland bekommen wir am Knochenufer. Wir müssen die Herzchen gemacht haben, heißt, ich muss die Herzchen, um die Gaben dort zu kaufen, nochmal machen. Das habe ich, zeige euch das jetzt nur an einem und zeige euch dann ganz kurz, wo die anderen Herzchen sind. Dass ihr wisst, okay, wo die sind, die Händler, damit ihr dann eure Gaben kaufen könnt. Und ja, wir haben jetzt hier die Dame. Gabe des Ödlands. Also man sieht hier, ich werde euch Screenshots einblenden, beziehungsweise ich glaube, einfacher ist, wenn ich euch die Wiki-Seite verlinke. Ich werde euch jetzt hier nochmal ganz kurz zeigen, wo die Sternchen dann gesetzt werden sollten. Auf jeden Fall vom... Wartet, wir schieben das mal kurz runter. Auf jeden Fall haben wir hier von... Amnun, also Kristalloase. Hier weiß ich es, da ist es hier das Herzchen. Und aus der Karte ist es hier oben
Na, wo, hier der, genau, das Herzchen. Da sind die drei Herzchen, da kann man sich dann die hier die Gaben kaufen. Ich werde mir jetzt hier die schon direkt kaufen und werde dann mal gegebenenfalls mit Soraya die Herzchen dann neu erkunden. Also, das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich meine, in den anderen Erweiterungen kann man, wenn man einmal die Herzchen gemacht hat, mit dem Charakter immer wiederkommen und muss die Herzchen nicht nochmal machen. Das ist halt jetzt hier so ein bisschen der Nachteil, aber okay, gut, ich muss sagen, die Herzchen, die gehen eigentlich sehr, sehr schnell. Aber ja, ich würde sagen, für die heutige Folge, die war lang genug. Wir haben es geschafft, Pass of Fire ist jetzt rein theoretisch komplett fertig. Wir haben die Karten erkundet, wir haben die Story durchgespielt, wir haben 1-2 Erfolgspunkte geholt. Ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat und freue mich dann, wenn du nächsten Montag wieder mit bei bist, wenn es dann mit Lebendigwelt Staffel 4 weitergeht. Wir sehen uns unter den Sternen wieder. Müsste sein, ich habe, glaube ich, soweit eigentlich keine neue Folge aufgenommen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, hoffe, es hat dir auch gefallen. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.